Mario! Sunshine. Weiter geht's. Schon 32 Shinies, Sternis. Wie viel brauchen wir? Ich weiß es nicht. Hallo, Katka. Das ist mein neues Kostüm. Das ist meine Anti-Clark Kent-Verkleidung quasi. Wie geht's? Haben die hier eigentlich schon alle? Kann man sich hier auch seinen Fortschritt anschauen wie bei 64? Irgendwie bestimmt, ne? Boah, jetzt muss ich echt erst wieder in die Steuerung reinkommen. Naja, ist nicht so kompliziert. Das kriege ich wieder hin. Okay, cool. What? What? Ich wusste nicht, dass das geht. Nicht schlecht. Ah, okay. Das ist doof. Wie sind denn die Aussichten? Wird's wieder oder so. Hi, Pia. Arbeit ist langsam auch angefressen. Na, die sollen sich nicht so anstellen. Meine Güte. Man ist halt krank einfach manchmal. Also wirklich. Mario Morgana checkt ein. Okay, müssen wir wahrscheinlich einfach nur Mario Morgana fangen. Um krank sein, um gesundheitlichen Zustand geht's gerade und um Arbeitgeber, die deswegen rumnerven. Die Ärzte finden nichts. Aha, ist es vielleicht dann psychosomatisch? Warst du schon mal bei irgendwelchen Experten, was das angeht? Das wäre jetzt meine erste Idee, wenn man nichts findet, nichts Körperliches. Oder aber, das ist halt auch bei Ärzten immer so, also ich meine grundsätzlich, nicht nur bei Ärzten, immer so ein Problem, dass man halt eher so die ganzen exotischen Sachen auch gar nicht so kennt. Ein Arzt ist auch kein Medizinalmanach, leider. Da muss man manchmal Glück haben, wenn man wirklich was Seltenes hat. Also ich kenne das nicht aus Erfahrung oder so, ich kenne das nur aus Geschichten. Aber wenn man wirklich eher ungewöhnliche Erkrankungen hat, muss man teilweise echt Glück haben, zu einem Arzt zu kommen, der das zufällig kennt. Weil sonst bleibt es lange unentdeckt. Naja, oder eben psychosomatische Gründe, weil das würde ich auch nicht unterschätzen. Das kann schon massiv sich körperlich auswirken. Psychische Probleme. Moment mal, ich muss den, glaube ich, mit bewässern, ne? Das sollte ich machen. Eltern Camillo, danke fürs Subscriben. Hallo. Jetzt habe ich ihn aus den Augen verloren. Da ist er. Komm her, lass dich benetzen. Au. Wie ging denn das gleich nochmal? Jetzt bin ich mir wieder nicht mehr... Ah ja, genau. Den habe ich gesucht. Den Move. Der ist wichtig. Sag mal, hast du nur eine Route zufällig, böser Mario-Schatten? Nee, hat er nicht. Schade eigentlich. Ah, das war der Geist, oder? Den ich jetzt so erwischt habe. Ah, ich habe nur das Treffer-Feedback gehört und habe mir gedacht, nice, das war ein guter Treffer. Aber scheinbar nicht. Wo ist er denn hin? Er ist verschwunden. Dammit, jetzt muss ich kurz mal im Chat nachlesen, was mich gerade interessiert. Die längeren Nachrichten. Das kenne ich, viele Ärzte sind halt älter und vergessen manche Sachen. Und ich bin zum Beispiel frischer aus dem Studium, deswegen kommen alle Leute zu mir vom Freundeskreis und fragen mich, wenn der Arzt nicht weiter weiß. Ah, ja, ich meine, das ist ja, glaube ich, wenn du da aus dem Medizinstudium bist, du wirklich gerade frisch, weil früher hatte man halt auch noch nicht so einen ganzheitlicheren Ansatz, dass man eben wirklich Körper und Psyche als eines sieht. Da war es halt noch sehr
maschinell, das Menschenbild, ne? Das ist auch ein Problem teilweise. Ja, aber vielleicht wäre das wirklich nicht schlecht, Katka. Auch wenn das unangenehm bestimmt ist auch. Aber wenn das eine gute Klinik ist, wenn das Profis sind, dann werden die da auch deine Befindlichkeiten berücksichtigen und dich dann nicht irgendwie großartig, ne? Denke ich, also hoffe ich. Kommt immer drauf an. Mittlerweile ist bei mir jeden Tag, den ganzen Tag gefühlt in WhatsApp offene Arztgespräche-Sprechstunde. Ha. Du kannst ja mal dann Rechnungen rausschicken oder so. Ja, aber dann ist es ja wahrscheinlich wirklich eine psychosomatische Sache, ne? Dann solltest du das vielleicht wirklich mal angreifen, irgendwie. Bin nur happy, dass es beim MRT-Schädel, dass es kein Tumor ist und so weiter. Ja, klar. Das ist, finde ich, auch ist eh ganz klar, dass man erstmal die wirklich gefährlichen Sachen ausschließt. Psychosomatische hat einen super schlechten Ruf. Ah, das ist schlecht. Kannst du nicht woanders hin vielleicht? In irgendeine andere Stadt? Ja. Rette jeder ab. Das ist dann vielleicht auch keine gute Anlaufstelle, wenn die wirklich so schlecht sind. Genau, zum Glück haben wir eine Expertin hier quasi. So, ich suche jetzt mal schnell meinen komischen Bowser Junior. Der ist hier reingekommen. Wo kann er denn hin sein? Wahrscheinlich ist er hier wieder raus. Ah! Nee, warte mal, das ist nur ein Geist da drin. Aber vielleicht ist er trotzdem da rein. Ich höre aber die Musik wieder. Da drüben habe ich, vielleicht ist er über mir. Ist er die Treppe hoch vielleicht? Der war schon da unten irgendwo. Ich habe die Musik gehört. Ich meine, ich weiß schon, ich weiß das selber aus eigener Erfahrung, dass das mit den Wartezeiten immer ein Riesenscheiß ist. Aber such dir doch vielleicht wirklich einfach mal einen Psychologen in der Nähe, weil der kann dir dann auch helfen, dich zum Beispiel auf einen eventuell, wenn es wirklich notwendig ist, stationären Aufenthalt vorzubereiten und so weiter. Aber ich weiß das selber, ich war ja auch schon öfter wegen Depressionen, Behandlung und auch immer wieder und es ist einfach ein Riesenscheiß.
Trotzdem, man sagt immer, naja, da muss ich ein halbes Jahr oder ein Jahr warten, bis ich eine Stelle kriege und deswegen macht man es nicht. Aber hätte man das vor einem Jahr gemacht, hätte man einen Platz. Also einfach machen, würde ich sagen. Weil in einem halben Jahr, wenn es dann soweit ist, kann man immer noch sagen, nee, jetzt brauche ich es nicht mehr. Aber eventuell braucht man es eben schon. Wäre so meine persönliche Empfehlung. Einfach auf Wartelisten setzen lassen, überall. Hey, ist er vielleicht unten oder so? Ich dreh durch hier. Ja, ist er wirklich. Oh. Der Wasserwerfer ist so ungenau. Warum kriege ich eigentlich Schaden, wenn wir zusammenstoßen und er nicht? Ja, das sind Mario-Regeln, schätze ich mal. Mein Gott, manchmal nervt er einem schon der Wasserwerfer. Ein bisschen Auto-Aim wäre schon nicht schlecht, oder? Da stehe ich direkt vor dem und der schießt über ihn drüber an die Wand. Warum? Na also. Ah, du, ich bin nervig, von wegen. Hallo, Max, wie geht's? Ah, weggezogen, der alte. Ja, das ist natürlich total blöd. Okay. Ja, ich will dir auch wirklich nichts aufdrängen oder so. Ich erzähle nur aus meinen Erfahrungen. So, war das der letzte Stern da drin jetzt? Ich glaube schon, oder die letzte Sonne. Gehen wir mal nochmal rein. Bin mir immer nicht sicher, wie viel es gibt. Nummer 8. Rote Münzen. Naja, dann suchen wir die roten Münzen. Warum auch nicht? Ja, ich meine, bei mir ist es halt immer nur eine ganz gewöhnliche, langweilige Depression. Da muss man jetzt auch nicht großartig Experten suchen oder so. Ich meine, sicher, jede Depression ist anders, ne? Aber das ist ja wirklich eine Volkskrankheit und da kennen sich die meisten auch aus. Da muss man auch nicht großartig in irgendwelche Einrichtungen zur Analyse. Oh nein, auch noch auf Zeit. Oh Gott. Das hasse ich. Na, schauen wir mal. 5 Minuten haben wir. Naja, gut. Ich hoffe, ich kann mir einigermaßen merken, wo die sind fürs nächste Mal. Ich weiß nicht mehr, wie man Türen öffnet. Das kenne ich aus dem wahren Leben auch. Das ist echt blöd, wenn man dringend aufs Klo muss und man vergisst, wie Türklinken funktionieren. Damn it. Immer dasselbe. Wahrscheinlich muss ich auch oben auf den Dachboden, oder? Ich hasse den Dachboden. Mit seinen Labyrinthgeistern. Ah, einige Türen sind verschlossen. Das ist gut, finde ich. Das ist nett. Kann ich auch schließen. Soll ich vielleicht mal das X da bewässern? Naja. Hätte ja sein können.
Ich weiß es auch nicht, Mario. Depressionen werden aber oft unter den Tisch gekehrt, frei nach dem Motto, reiß dich zusammen. Ja, ich weiß, das gibt es leider immer noch, aber da ist zum Glück in den letzten Jahren viel Aufklärungsarbeit passiert und das ist, glaube ich, schon viel besser. Aber, mein Gott. Das ist halt immer eine Frage von Empathie so ein bisschen. Und wenn halt jemand nicht viel Empathie hat, fällt es ihm schwer, sich in andere hineinzuversetzen. Und dann kann er sich scheinbar... Also es gibt halt Leute, die können sich scheinbar nicht vorstellen, dass es andere Gemütszustände gibt als die eigenen. So komisch das klingt, aber so ist es anscheinend. Da kann man halt nichts machen. Die denken sich dann so, ja, jeder hat mal einen schlechten Tag und ich kenne das ja auch, aber dann muss man halt, ne? Ja, genau. Aber mein Gott. Also ich habe eigentlich schon das Gefühl, dass das mittlerweile weitgehend akzeptiert ist. Also dass da viel Aufklärungsarbeit passiert ist und dass da wirklich, ja, eben viel passiert ist. Der hat doch, hat der eine Münze? Der Geist ist so leicht rötlich und er ist so komisch. Aber ich weiß nicht mehr, wie man Geister tötet ohne Yoshi. Aber ich glaube, die kleinen Geister könnte ich zumindest theoretisch. Muss ich einfach nur draufspringen? Ich glaube schon, oder? Ich suche den mal nochmal. Na komm. Nein, ein blauer Münzengeist. Schade. Jetzt aber mal schöne Themen. Na gut. Mit der Brille, wie ähnlich ich dem Typen aussehe, dem Schauspieler da. Ja, vielleicht bin ich es ja wirklich. Nein, ich will runter. So, ich habe beschlossen, es gibt nur 4 Münzen in der Map und das Spiel will einem hinters Licht führen. Insofern habe ich die Mission jetzt geschafft und ich hätte gern meinen Shiny dafür. Bitte. Aha, okay. Ich revidiere meine Meinung. Es gibt 5 Münzen. Aber jetzt ist wirklich Schluss. 5 muss reichen. Interessant. Was ist da gerade passiert? Kann ich noch irgendwie eine Zugabeminute haben oder 2, lieber Hotelvorsteher? Warum habe ich eigentlich ein Zeitlimit, lieber Hotelvorsteher? Was soll das eigentlich? Ja, überall nur blaue Münzen. Blaue Münzen mag ich nicht, brauche ich nicht. Also grundsätzlich braucht man die irgendwo, aber... Die roten Münzen sind eine Lüge. Arrivederci. So. Gibt es noch interessante Theorien zu Fallout, über die du Videos machen kannst? Ach, bestimmt. Da gäbe es bestimmt noch einige. Da muss ich mich mal wieder ein bisschen umsehen. Aber bestimmt. Die 4 und 5 sind fast identisch von den roten Münzen. Aber wirklich. Wie war sonst dein Tag so? Ganz cool. Aber ich habe heute überhaupt nicht mich zum Arbeiten motivieren können. Es war furchtbar. Ich habe jetzt vor dem Stream habe ich noch mal ordentlich was geschafft.
Aber den ganzen Tag im Grunde, seit 10 sowas, wo ich eigentlich anfangen wollte, bis mindestens 3, saß ich hier und hab dann wieder auf Twitter geguckt und dann 500 mal E-Mails gecheckt und ne. Und das ist immer super nervig. Wenn ich weder quasi was für meine Freizeit Produktives machen kann, noch für die Arbeit, weil ich in dieser Zwischenwelt gefangen bin von du müsstest eigentlich was tun, das ist immer furchtbar. Aber ja. Aber wie gesagt, kurz vorm Stream habe ich wirklich noch ein bisschen was geschafft. Das passt jetzt schon. Ich habe ja quasi so, oh Gott, so ein Arbeitspensumplan mir zusammengebastelt, wo alle theoretischen Videoformate und Aufgaben, die ich habe, in Punkte gelistet sind, damit ich weiß, wie viele Punkte muss ich jeden Tag schaffen quasi, damit ich mein wöchentliches Pensum erreiche. Und das habe ich heute noch zusammengekriegt. Also mit dem Stream jetzt dann. Es stimmt nicht ganz. Ich habe es nicht ganz zusammengekriegt. Vielleicht mache ich nachher noch ein bisschen was. Ich habe nämlich von 6 Punkten, die ich erreichen muss, nach meinem persönlichen System, habe ich 5,25 Punkte erreicht. Ich muss also schon noch quasi fast ein Sechstel Arbeitstag im Grunde eigentlich reinholen. Aber vielleicht mache ich das. Vielleicht mache ich Überstunden morgen oder übermorgen. Aber ja. Ansonsten geht's mir gut. Ach so, genau, ich wollte nochmal die blöden roten Münzen suchen. Ich habe den nicht gelesen, Neuromancer. Ich kenne den nicht. Ich wüsste wirklich nicht, wo die roten Münzen in dem Hotel noch sein sollen. Alle Türen sind verschlossen. Ah, wahrscheinlich muss man die Geheimgänge im Hotel nutzen, ne? Aber die weiß ich jetzt nicht mehr auswendig. Aber die werden wir schon finden. Entschuldigung. Okay. Los geht's. Los geht's. So. Eine hier. Eine auf der Damentoilette. Hätten wir schon mal 2. Eine hier. Ich schalte erstmal da, wo ich noch nicht war. Also beziehungsweise weiß ich nicht, wo ich noch nicht war. Na, dann holen wir erstmal die 5, die ich weiß. Aber hier oben waren, glaube ich, alle Türen verschlossen, ne? Außer die eine. Aber hier konnte man irgendwo rein. Das hätte ich mir merken sollen. Das wäre eine gute Idee gewesen. Oder konnte man oben irgendwo rein? Oben konnte man irgendwo rein, weil ich in den... Aber ich probiere jetzt nochmal alle Türen und merke es mir. Hier kann man wirklich nirgends rein. Aha. Wenn hier alle Türen verschlossen sind, dann gibt mir das aber quasi auch ein bisschen den Hinweis. Weil dann muss ich wahrscheinlich hier tatsächlich die Geheimgänge nutzen, ne? What? Und jetzt los, Mario, was tust du? Okay, gut. Vielleicht auch nicht. Hey, ich habe wirklich keine Ahnung, wo die roten Münzen sein sollen. Ah, okay, doch eine Idee habe ich noch. Durch Bodenplatten brechen, nämlich. Ah,
Hallo? Aha! Immerhin eine. Boah, dieses Hotel ist so ein Labyrinth. Jetzt kann ich wahrscheinlich nicht mehr rein, ne? Nee. Zwei fehlen noch. Das finde ich nicht gut. Die schaffen wir wieder nicht. Ja, vor allem kann ich mir jetzt, glaube ich, ich kann mir nicht mal erinnern, wie ich zu den ersten gekommen bin, glaube ich. Ach so, doch hier, die da, das Loch. Aber hier oben gibt es mindestens noch eine, wenn nicht zwei andere Plätze, wo man durchbrechen kann. Mir fällt gerade ein, ganz anderes Thema. Aber kommt nicht jetzt wahrscheinlich schon Mitternacht oder in den frühen Morgenstunden das Smash Brothers Update mit Minecraft Steve als spielbaren Charakter? Yeah! Da habe ich überhaupt nicht mehr dran gedacht, aber ich glaube, das ist jetzt, oder? Morgen kommt das Update. Das finde ich gut. Weiß ich, was ich nach dem Stream mache. Steve. Test fahren. Und die anderen Skins. Dammit. Genau falsch. Schon ein bisschen hart, das Zeitlimit, oder? Die könnten einem da schon ein, zwei Minuten mehr geben, finde ich. Weil es halt reines Glück ist. Der geht bis 11, der Stream, heute. Dienstag ist immer bis 11. Und bei den Donnerstagen, den Special-Stream-Donnerstagen, steigert es sich normalerweise immer um eine Stunde. Da geht es dann erst, der erste Donnerstag-Stream im Monat ist dann immer bis 12, dann bis 1 und dann bis 2 und dann 24 Stunden. Der letzte macht einen ganz schönen Sprung. Wie komme ich da hin? Ah, hier kann ich auch noch. Okay, gut. Komm schon, zwei Münzen direkt nebeneinander. Bam, bam, bam. Nein, schade. Naja, hätte ja sein können, ne? Mensch, das ist aber schon gemein hier. So, wenn jetzt nicht zufällig zwei Münzen jetzt vom Himmel fallen und mir genau ins Inventar, dann glaube ich, müssen wir das nochmal versuchen. Ah, ich frage mich, was passiert. Ich glaube, bei Mario fällt dann auch immer um und schreit. Ich glaube, der Bürgermeister hat uns irgend so ein Gift injiziert. Wir kriegen das Gegenmittel nur, wenn wir acht rote Münzen sammeln oder so. Sonst stirbt er. Es wirkt so auf mich zumindest. Wenn ich bei Resident Evil 1 gelernt habe, dann, dass man Bürgermeistern nicht trauen darf. Und bei Simpsons. Bei Benjamin Blümchen ist, glaube ich, der Bürgermeister eher so ein bisschen doof, ne? Der ist aber nicht korrupt, wenn ich mich recht erinnere. Und ich finde, das fasst es ganz gut zusammen. Da hatten meine Kindermedien schon recht. Entweder doof oder korrupt. Oder beides. Leider. Anscheinend. Zumindest sehr häufig. Ein häufiger Stereotyp, den man unter Politikern findet. Ich muss mal kurz gucken, ob nicht hier im Wasser irgendwo eine rote Münze rumschwimmt. Vorsichtshalber. Nicht, dass ich da oben durch die Gänge laufe und hier unten versteckt sich noch eine. Ins Casino kann ich nicht, oder? Hey, du da. Okay, gut. Immerhin. Das mittlere Stockwerk kann ich komplett auslassen, ne? Im Grunde. Cool, cool. Thank you.
So, ich habe nämlich nie die Tür hier probiert, glaube ich. Aha, oh, nein. Schade. Ich dachte, hier geht's vielleicht irgendwie cool weiter. Okay, die letzten zwei Münzen. Genau die, die ich noch nie gefunden hatte. Es gibt noch ein Loch im Boden auf jeden Fall von oben. Das muss ich mal noch testen. Ich weiß nur nicht genau, wie ich da hinkomme. Ah, das kriegen wir schon irgendwie hin. Wenigstens haben wir einen fetzigen Soundtrack. Erinnert mich an irgendeinen Asterix und Obelix Film. Ich weiß nicht mehr genau wo und in welcher Konstellation. Aber da gibt es so eine komische Musical-Nummer. Ich glaube, das ist der, wo Asterix und Obelix irgendwie so sieben Wunder oder irgendwas bestehen müssen oder so. Und dann kommen sie auf irgendeine tropische Insel, wo sie irgendwie so Ambrosia essen oder trinken. Und dann sind beide total bezirzt und wollen gar nicht mehr weg. Aber dann stellt sich raus, dass es auf der Insel keine Wildschweine gibt. Und dann so lösen sie das. So kann Obelix sich aus dem Bann retten, befreien. Ja, ja. Und da läuft eine ähnliche Musik in einer sehr psychedelischen Passage in diesem Film. Nur nicht so schnell, glaube ich. Rote Münzen. Ich glaube, ihr wollt mich veräppeln. Wo könnten sie nur sein? Hast du die roten Münzen? Habt ihr die roten Münzen? Vielleicht haben die roten Münzen. Vielleicht sollte ich ein bisschen auf den rumspringen. Wenn ich das nur schaffen würde. Oh Gott, ich will nicht mit dir reden. Ich will dir auf den Kopf springen. Aber schon okay. Das ist bestimmt irgendwo ein Trick oder so. Irgendwo muss ich die richtige Pflanze gießen oder so ein Blödsinn. Hä? Wo bin ich denn jetzt? Was ist denn jetzt passiert? Hä? Was ist wirklich jetzt passiert? Ich habe keine Ahnung. Bin ich irgendwie hier durch die Badewanne gesprungen oder so? Interessant. Aber nicht unbedingt förderlich. Schade. Das gibt's ja nicht. Ich schaue jetzt gleich irgendwo nach. Ich schaue gleich in irgendeinem Guide jetzt nach, wo die Münzen sind. Das ist ja doof. Hier. Wie heißt denn das Level hier? Lido Sirena. Ich schaue jetzt. Was machen die denn, dass die immer so laut sind? Die Nachbarn. Oder habt ihr so dünne Wände? Lido Sirena. Rote Münzen im Hotel.